Willkommen zurück zu Minecraft und Friends mit der Tamakash. Hallöchen! Ich trau mich gar nicht hier stehen zu bleiben. Du bringst es echt und schubst mich da runterwärts. Achso, ja. Wäre ja komisch, wenn du nicht dabei wärst, oder? Also. Ja, wäre merkwürdig, ne? Finde ich auch. Das wäre schon ein bisschen komisch. Achso, und da kannst du dann, gehst du weiter nach oben, oder? Guck mal, hier ist jetzt. Du stellst Fragen. Hast du nicht was zu tun? Kannst du nicht irgendwie was bauen? Wüsste genau, was du vorhast, dann könnte ich dir sogar helfen. Aber ich habe nicht so ganz den Plan, was du machen möchtest. Das weiß ich ja auch nicht. Also noch nicht. Ich mache dir jetzt hier halbe Stufen hin. Ist auch was wert. Halbe? Nee, machen wir lieber Treppen. Treppen wo? Von unten. Treppen willst du von obwohl, unten? Obwohl, warte mal. Obwohl. Ja, ich hätte jetzt halbe gemacht, Treppen und auf die Treppen dann den Zaun. Halbe gemacht, Treppen und auf den Treppen. Ja, oder willst du hier keinen Zaun auf deine... Blick in der Kamera sehen könntest, dann... willst du keinen... Ach, so einen Zaun. Ja, weil sonst, ich meine, wie oft bist du beim Bau jetzt schon abgestürzt, ne? Ich meine, man möchte ja... Nein. Ich hätte dann... gezielt gesprungen. Also ich baue dir da auch Treppen ran. Mir ist das vollkommen wumm. Ja, mach mal so Upside-Down-Treppen. Upside-Down-Treppen, weißt du, meine Lieblingstreppen. Wenn ich etwas hasse in Minecraft, sind es Treppen. Okay. Aber hier muss, glaube ich, das muss noch ein Tuppenbrett her. Muss noch mal... Ja. So ist gut. Sehr, sehr gut. Also hier sozusagen. Ja. Ich stürze hier noch ab. Ich schaff das. So. Obwohl, warte mal. Jetzt, wenn ich das noch ein breiter mache, könnte da ja eventuell auch. Ja. Ja, komm. Setz halbe Dinger dran einfach. Ich mach auch Treppen. Also mir ist das wurscht. Kann ich nehmen halbe. Hast du welche? Gebaut, ja, ne? ich hab aber auch noch halbe. Also, ich hab fast alles. An die halben müsste ich ja dann schon ab hier anfangen. Wow. So. Ach Mensch. Das finde ich auch so ein bisschen doof, ne? Wenn man die halben Treppen macht und wenn die so ungünstig gebaut sind, dann baust du immer beide ab. Und manchmal ploppen da einfach zwei raus. Also ich weiß auch nicht, das ist, keine Ahnung. Das ist wohl wahr. So, man kommt von hier. Ist das hier noch nicht symmetrisch? Geht nach da. Ach ja, stimmt, das war ja genau dieser Baufeld, dass der Baum nicht ganz richtig steht. I remember. So. So, und hier noch einen. Ach nee, den nun mal gerade nicht hier. So. Du magst doch das, wenn es unsymmetrisch ist, ne? Finde ich total toll, ja. Also es gibt nichts Besseres als Asymmetrie. Schweres Wort. Schweres Wort. Schaut doch so ganz cool aus. So, und dann willst du da jetzt dann noch hoch, oder? Ja, eine kleine Treppe kommt jetzt hier wahrscheinlich noch hin. Irgendwie. Ja. Guck mal, ich könnte mal meinen Dreckhaufen da oben abbauen. Den habe ich ja nur gebaut, damit ich wieder nach Hause finde. Aber da das Haus im Moment ja doch schon relativ gut beleuchtet ist, sieht man das eigentlich. Und wenn ich das nicht mehr sehe, dann ist eh Hopfen und Malz verloren. Was, ich mache mir überall im Nether, das müsstest du sehen. Ich baue mir da Fackelwege von meinem Tor weg. Weißt du, damit ich dann, ich finde da sonst nie wieder hin, weißt du, ich bin da schon so oft, habe ich mich verlaufen oder bin in die Lava gefallen, weißt du, wie oft ich hier schon in die Lava aber wenn du genug Fäden oder Whetstone hattest, könntest du dir damit auch deinen Weg dann markieren. Ja, das stimmt. Du hattest ja Zaun vorbereitet, habe ich gehört. Zaun habe ich noch nicht vorbereitet, ich hatte nur einen Plan. Aber ich, weil da vorne, hier könnte ich 2, 4, 6 Zäune gebrauchen. Alles klar. Sollst du haben. Dann ist es nicht ganz so weit. Creeper hier oben. Was ist denn hier los? Oh. Na gut, dass der nichts kaputt macht. Wo ist denn der hier? Weißt du, hier ist doch alles voll Fackeln. Wo ist denn der hier gespawnt, bitte? Der kam mir entgegen hier oben. Also das ist ja wohl schon langsam echt ein bisschen unhöflich. Ja, ich meine, wenn die nichts kaputt machen, ist es egal, ne? Aber das ist so, ja, egal. Creeper halt, ne? Das muss man nicht verstehen. So, dann geht man hier so hoch. Allerdings, wenn die nicht,
wenn die nichts kaputt machen, Schaden nimmt man auch nicht, ne? Also. Eigentlich schon. Und dann habe ich nicht viel genommen. Okay. So, wie viele Zäune wolltest du? 6 habe ich. 6 bräuchte ich mindestens. Ja, 6 habe ich schon. Für da vorne zumindest erstmal. Ja, ja. Ah ja, hier. Mhm. Wir sind bereit, ne? Ach ja, das ist ja nett. Okay. Vielleicht ein bisschen schmal. Merkst du diese Asymmetrie hier oben? Ja, ja, man ist so leicht so wie hier, aber macht nichts. Man kann von hier jetzt total cool gucken. So, ich muss jetzt nochmal runterhüpfen. Mal so, die Erde hier weghauen. Hier sind Treppen, genau. Und da möchtest du dann da genau so ein Ding wieder hoch, ne? Ja. Da müssen wir mal überlegen, das sah gerade so komisch aus. Das ist ja hier. La 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 la. Ach nee, warte mal. Warte, nee, das ist rum, du. aber nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Das ist auch wieder wahr. Habe ich neulich bei Twitter bei jemandem gelesen. Bis Weihnachten sind noch so und so viele Tage und manche haben ihre Fenster schon dekoriert. Ist das nicht etwas früh? Wahrscheinlich noch dekoriert. Das würde vielleicht eher passen, aber ja. So. Dilididid. Okay. Sieht das doch fast so aus, als ob der Baum da wirklich so drunter gewachsen war. Der ist da so drunter gewachsen. So, dann springe ich hier nochmal irgendwie runter. Mal ein bisschen die Erde einsammeln. Die gute so, Erde, weiß ich nicht. Ja, Dreck kann man immer brauchen, finde ich. Dreck ist immer gut. Dreck ist gut zu einem. So. Das sieht doch interessant aus von hier unten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sieht von unten bestimmt spannend aus. So, einfach, damit das vielleicht optisch zusammenpasst, suche ich mir jetzt hier einen Weg nach oben. Ja, hier muss definitiv irgendwie noch ein Aufzug hin. Ja, ne? Weil so zum Laufen ist das schon echt sonst ein bisschen viel. Also ein Aufzug wäre vielleicht gar nicht so übel. Aber den würde ich dann vielleicht... Hier hast du auch diese komische Treppe, die hier so hoch und runter wieder geht, ne? Ja, genau. Mhm. Wenn ich mich da jetzt in den Berg rein... einbaue... Das könntest du tun, ja. Nachdem ich was gegessen habe. Auch so komisch schräg hier erstmal. So, guck mal, hier schütte ich jetzt mal. Ach nee, hier mit Dreck wollte ich aufschütten. Für die Frage. Mensch. Zack. Ach. Peng. Weil ich hier rein muss. Ja, tu dir keinen Zwang an, den Berg auszuhöhlen, ne? Also. Ja, ich habe Kohle gefunden. So. So. Sollte vielleicht erstmal fast schon reichen. Cool. Wo stehst du denn jetzt so da oben? Stehst du auf der Brücke, hinter der Brücke? Ich stehe auf dem Berg. Auf dem Berg. Okay, dann muss ich noch ein Und schütte dann hier ein bisschen haben. Auf. So. Ich habe keine Fackeln, ich sollte die Kohle vielleicht mitnehmen. Dip, 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 dip. So. Ja, und sonst so? Ja, sonst so war ich jetzt am Überlegen, wo du da deine Zweige hin haben willst an der Treppe. Ich lasse das jetzt erstmal so. ich bin da immer sehr konzentriert. Hast du da jetzt im Bayerwalds Haus Fackeln reingestellt? Nein. War ich gar nicht drin. Oder habe ich da letztes Mal die Tür aufgelassen? Man weiß es nicht. Ja, kann doch jemand mal in die Kommentare schreiben, jemand, der die Folgen bei dir geguckt hat. So, ich muss jetzt auch mal von unten gucken. Ich bin auch mal neugierig, wie das von unten aussieht jetzt. Wenn du von unten bist. Ich finde das halt auch ganz cool so mit der Brücke, weil man da könnte der Nächste sich ja theoretisch dann auch dran beißhangeln ja. Oder auf dem Berg oder... Ach, das sieht doch cool aus. Magst du dich mal unten in den Gang, den ich da gerade gegraben habe, reinstellen? Du hast dich in den Gang? Wo hast du dich denn da gegraben? Da, wo diese Ecktreppe da ist, wie gesagt. Ach, da, hoch und ja. Wieder runter geht. Mhm. Und dann einmal hinten in die hinterste Ecke, dass ich weiß, wo ich... Ja, da bin ich. Ich bin voll in der hintersten Ecke. Und da willst du dich jetzt... Ja, das passt. Ja, da baue ich da den Fahrstuhl hin. Okay. Wird vielleicht hier oben ein bisschen komisch werden...
Ja, aber ein Aufzug ist doch eine lustige Idee. Das ist doch cool. Ich buddel mich einfach mal hier so runter. Ja. Das ist noch kein Haus, aber der Aufzugschacht steht. Ja, ne? Also. Nein, ich meine, man muss ja Prioritäten setzen. Die wievielte Folge ist das schon? Ich habe nicht einmal angefangen, das, mein Zimmer zu bauen. Ich glaube, die dritte Folge ist das jetzt. Und die erste kannst du ja eigentlich nicht mitzählen, weil die war ja hier nur Rundführung. Echt? Sind wir schon in der vierten? Nein. Weiß es nicht. Echt? Ach, stimmt. Nee. Wir sind schon drei Folgen hier im Haus. Ja, und dann ja, stimmt, du hast recht. Mir war nämlich so, ne? Ja, du hast vollkommen recht. Dann wird das ja nie was mit The Village aufnehmen bei dir, wenn du hier so lange wieder rumhockst schon. Ja, unmöglich, ne? Also ich weiß es auch nicht. Schrecklich. Immer die Leute, die sich bei Projekte einschreiben und dann ihren eigenen Server aufmachen und dann nicht mehr auf dem anderen kommen. Ja, ne, finde ich auch total daneben sowas. Das stimmt gar nicht. Oh. Nein. Ja, wie weit muss ich denn hier noch buddeln? Ja, das ist ein tiefer Berg. Soll ich da mal nochmal runtergehen? Ich husch da mal nochmal runterwärts hier. Runder. Gefühlt bin ich nämlich schon viel zu tief. So hoch ist der Berg eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt schon auf Höhe 60. Ah ja, du bist auch... Ach nee, das bist du gar nicht. Okay, warte mal. Hilfe. Der kleine Marder hat sich verlaufen. Na, wo bist du denn? Ja, du bist auch schon zu tief. Ich sehe nicht... Oh, buddel mal geradeaus in die... Aber ja, nicht da, hier, ja. Einen verpasst. So. Um einen Block zu tief. Um einen daneben warst du. Okay. Das ist ja egal. So. Dann lasse ich das erstmal so. Dann kommt da wieder Cleanstone drauf. Ach, das passt. Ach, ist das schön. Dann mache ich den Gang jetzt hier noch einen höher, dass der nicht so beengt wirkt. Ach so, ja. Und dann... Ja, genau, kannst ja auch mal von hinten dann anfangen mit buddeln, zu graben. Zu graben, direkt zu Steine kloppen, ne? Macht man ja so selten in Minecraft. Also. Ja, total selten, ja. Ich meine, meistens fliegt man ja, wenn man Minecraft steht, im Creative Mode rum und cheatet sich alles, aber Steine kloppen macht man nie. Nie. Obwohl, also, ja, als wir hier angefangen haben, unser Großprojekt hier zu starten, weißt du, ich sah ja die meisten Ideen sind ja auch echt tatsächlich von meinem Mann, der dann sagt, oh Mensch, und das könnte man so machen, das könnte man so machen und so, ne? Und da haben wir dann auch gesagt, also dann im Creative-Modus wäre uns das wahrscheinlich zu langweilig, weil wir haben ja Stunden damit zugebracht, irgendwelche Höhlen zu erforschen und, ne? Ja. Das gehört einfach dann so mit dazu, also. Das heißt ja Minecraft und nicht Cheatcraft. Ich meine, ich kann das verstehen, Winnie war jetzt öfter dann im Creative-Modus, um zu gucken, ob irgendwelche Redstone-Sachen funktionieren. Weißt du, um zu testen. Also das hat er schon gemacht. Aber so. Ups, meinst du. So. Ja, jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, aus was für einem Material möchtest du denn dein Haus eigentlich machen? Soll das Ach ja, stimmt, jetzt habe ich nur eine Brücke. Eigentlich wollte ich das Haus ja auf die Brücke drauf, ne? Ja, das war der Plan. Da habe ich aber den Berg jetzt hier quasi erschlossen. Jetzt müsste ich eigentlich was mit dem Berg machen. Du könntest ja auch auf dem Berg was draufsetzen. Das kannst du ja auch machen. Ja, aber eigentlich wollte ich doch eine Brücke. Oh, Gewissenskonflikt. Und die Folge ist nicht mehr vorbei. Scheiße. Ach, so ein Dreck auch, ey. Ja, solange du das Haus nicht aus Dreck machst, ist ja noch alles gut. Das darf ich nicht. Das ist, du darfst auch ein Haus aus Dreck machen, aber wie sieht das dann auch dreckig aus? Dann kann ich sagen, ich habe ein Haus aus Dreck. Ich habe ein Haus aus Dreck. Das stimmt allerdings, ja. Ja, weil dann würde ich nämlich gucken, weil wenn du irgendwie Steine oder so brauchst, müsste ich die aus dem Lagerhaus holen. Die habe ich hier nicht wirklich. Wenn du da Steine haben willst für dein Haus. Mhm. Oder ob du Holzhaus haben willst oder. Ich hätte gerne mal 4 Glasblöcke. Glasblöcke. Ja, ich baue mein Haus doch jetzt hier oben auf und Dings. Ich baue hier einen Turm hoch. Ja, okay. Aus Cobblestone und Stonebricks wahrscheinlich und Holz ein bisschen. Okay, Glasblöcke. Keine Fenster. 4 Stück reichen mir. Ja, ich bringe einfach mal ein Stack mit drauf. Warte. Weißt du, so an der Wüste, ne, da hat man ja immer viel Sand. Und ja, deswegen das kann ich mir vorstellen. Hat man dementsprechend natürlich auch Glas. Ne? Ich habe das meiste dann immer schon gleich weggebrannt. So. Ja, da ein Pillar.
Du musst mir nur mal sagen, wie du das hier, diesen Aufgang haben willst. Deswegen habe ich hier das noch nicht weitergebaut. Warte mal. Weiß ich nicht, ob, also auf die Steine, die da jetzt so sind, kommt dann eine Schiene irgendwann drauf. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Dass du da Schienen hin haben willst. Dann musst du aber die Antriebsschienen haben, ne? Ansonsten kommst du nicht hoch. Mhm. Oh, werde ich dann irgendwann mal ein paar brauchen? Als ob ich wüsste, was ich tue, ne? Ja. So. So. Wollen wir können wir den Berg einmal quasi auf die Ebene, wo wir jetzt hier sind, einebnen? Können wir machen, ja, klar. Weil dann glaubt, dann sieht das schöner aus hier. Na klar, das können wir tun. Das ist so eine Ebene und dann baue ich hier noch einen Garten vorne dran. Ja, das ist schön. Baue ich einen Turm neben deinem Turm. Vielleicht, wenn der da drüben noch höher will, könnte man ja vielleicht auf einer anderen Ebene auch mal so eine Brücke rüberziehen. Ja, klar. Ja. Da machst du dann ein Gewächsbrückenhaus. Oder so. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man könnte jetzt fast schon wieder einen Cliffhanger draus machen, aber... Als ob das Mist, in der nächsten Folge dann schon fertig hier stehen würde, ne? Aber ich hab doof meine Schaufel kaputt. Hast du noch eine einstecken? Ja, die ist aber auch gleich kaputt. Okay, dann muss ich mal noch eine Schaufel holen. Unten sind ja Schaufeln. Und es wird wieder Nacht, wer hätte es gedacht? Also ja. Entweder regnet es in Minecraft oder es ist Nacht oder es spawnen irgendwo Creeper. Also, ja, also Regen haben wir hier nicht, wir haben nur Nacht oder Creeper. Ja gut, weil Wüste, ne? Ja. Obwohl, bin ich hier noch Wüste? Regen gibt's hier nicht. Snowy Falls. Ach was. Nee, schneit gerade nicht. Was für ein Zufall. Ja, Mensch, wer hätte es vermutet? Was wollte ich jetzt hier schaufeln? Savanna. Ach genau, Savanna. Plateau. Regnet es, glaube ich, auch nicht, oder? In der Savanna. Nee, also es hat hier noch nie geregnet. Das regnet hier nicht. Gott sei Dank. Ich habe hier kein Eisen mehr. Oh nein, nur noch eine Schaufel. Geh mal zum Pillow, zum Hero, der hat da ganz viel. Echt? Meine Schaufel auch kaputt. Ja, aber der braucht das ja für seine Trichter. Ach, nimm den Blatt weg. Das ist dein Server. Meinst du? Gib mir das Eisen. Hat er verdient. Habe ich nicht gesagt, aber hat er verdient. Das ist die Frage. Wenn ich jetzt hier den Turm hochziehe mit dem Kart, wie kommt man denn dann zu Fuß hoch? Naja, zu Fuß kommst du ja den herkömmlichen Weg durchs Haus. Also da kommst du ja... Ja, aber ich wollte jetzt hier den Turm hochziehen. Direkt über dem. Ach, direkt da drüber. Ah, ich verstehe. Naja, gut. Wer hier müsste der. So, damit uns hier nicht die Creeper entgegen luschern. So. 1, 2. Zwischen Luft. Okay. 1, 3, 4. 1, 2, 3. Hier hin. Ja, ja, Mensch. Ich hab voll den Plan. So. Ja, aus dem Brückenhaus ist jetzt ein Berghaus geworden. Also, das ist doch schon mal der Anfang eines Plans, oder? Der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende, gemein, nein. Hast du noch Fichte als Baumstämme? Ja. Dann würde ich, ja. Du weißt, hier für den Rand. Ja, ja. Wo ist es denn hingefallen? Wo ist es denn hingefallen? Habe ich das jetzt? Nee. Ernsthaft? Ist es hier durchgebrockt? Backt? Ja. Habe ich es hier aufgesammelt? Nee, ich glaube, das war die Treppe runtergefallen. Ich habe das nicht, jedenfalls. Ach, hier, warte. Hast du... Ah, oh. Hier, warte, und dann gibst du mir eine Schelle, ne? Ich habe das wo gemerkt. Ja, ja, ja. Ach, da, ja, ich sehe. Ah, ja, du bist schneller da, okay. Und ich hier wieder zu. So. Ja, hervorragend. Hervorragend. Hervorragend, So, dann kann man nämlich hier das noch weitersetzen. Ich habe auch keine Schaufel mehr. Ach so, Mist. Ach so, Schaufel kann ich dir geben, die brauche ich ja nicht im Moment. Mal, ich mach mal hier eben Folgendes. Ich mach mal hier. Hier. Hast du eine Schaufel? Kiste. Kiste und eine Werkbank. Die Werkbank, die ich jetzt hier schon gecraftet habe, ne? Ja, aber man braucht die ja auch am laufenden Band für irgendwas, weißt du? Das ist halt echt bitter. Ach, na, das ist ja mal wieder gar nicht ein bisschen symmetrisch hier, ne? Ich habe gerade versucht, mein Inventar an der Werkbank auszulernen. Das hat nicht ganz geklappt. Nee, das funktioniert wohl nicht so. So, ich habe schon eine ganze Doppelkiste jetzt hier mit Müll vollgepackt. Wo ist denn hier? So. Oh. Nee, das geht jetzt. Ich komme jetzt einfach Schaufeln aus Stein. Ist ja nun auch nicht ganz richtig. Ach, das ist doch alles hier nicht richtig. Ich muss die Brücke hier nochmal umbauen. Das geht so nicht. Wieso? Also nicht die Brücke, sondern den Aufstieg.
weil das... Falls schon sagen. Die Brücke ist gut. Und der Aufstieg passt nicht. Das muss ich nochmal umsetzen ein bisschen. Passt das nicht? So. Hab ich da nee, das haut nicht so geschlammt. Hin, wie ich das will. Nee, ich hab da geschlammt. Also. Ach, ja, dann ist ja gut. Ne? Also, solange ich nicht schuld bin, ist gut. Da war ich die Schlampen-Marie. Ach, komm her. Das ist so. Doch gar nicht Marie. Nee, ich heiße nicht Marie, aber ich bin eine Schlampen-Marie manchmal. I'm confused. Very confused. So. Okay. So, was habe ich denn jetzt hier so? Achso. So, guck mal. Und da machen wir noch einen Dreck und dann kommt da nämlich so. So, dann kommt man von da von unten hoch und dann wäre man jetzt hier auf der ersten Ebene. Ups. So. Sollte vielleicht mal den Aufgang hier ein bisschen beleuchten, so provisorisch. So, ja, Mensch. Läuft. Läuft das Unwort von mir vom letzten Jahr. Das war zwar kein Vorsatz von mir, das abzugewöhnen, aber man könnte es ja trotzdem mal lassen. Ja, aber das ist, glaube ich, was... Also das ist das erste Mal auch, dass da so ein Jugendwort irgendwie das Jugendwort des Jahres geworden ist, wo ich gedacht habe, ja, tatsächlich, das benutze ich wenigstens auch mal. Ich meine, ich bin zwar nicht mehr jugendlich, aber das Wort ist mir einfach geläufig. Mhm. Babo oder so war das Jahr davor, glaube ich, oder? Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, es war Babo. Habe ich mir noch nie benutzt. Nie. Wer benutzt das denn? Also, ich bin der Babo. Ja, weißt du, ja, also... bin ich dann nicht mehr jung genug für. Aber meine Tochter hat das auch nicht benutzt. Ja, ja, wir sind schon wieder vollkommen am Ende, ne? Ich würde sagen, nächste Folge fange ich dann an, hier quasi das Haus hochzuziehen. Dann machen wir noch eine Folge auf jeden Fall, weil ich kann ja nicht quasi hier aufhören, ohne ein Haus zu haben. Ja, nee, das geht auch nicht, das stimmt. Wenigstens den Anfang des Hauses sollten wir gemacht haben. Wir sind schon seit anderthalb Stunden hier dabei. Wieder, ne? Ja, aber im nächsten Part kommt dann auch, wird dann auch ein Haus draus. Also wenigstens der Anfang wird gemacht sein. Versprech nichts, was wir nicht halten können. Ja, wer weiß, was uns noch einfällt, ne? Also ich meine, man weiß es ja nicht. Ja. Na gut, aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.